So, liebe Freunde, ich bin zurück aus Hessen. Aus meiner kleinen Tour, meiner 2-Nächte-Tour in Hessen und habe ein paar Fotos mitgebracht. Ich war in Weilburg, ich war in Braunfels, jeweils Schloss besucht, in Limburg, der Altstadt zum Beispiel. Ja, das ist aber noch lange nicht alles. Was wird jetzt demnächst noch kommen? Ich habe immer noch in der Hinterhand ein Video aus Ungarn, wo ich in Ungarn war und da eine Abtei fotografiert habe, auf der Halbinsel Tian. Seht ihr hier. Das Video wird auf jeden Fall noch kommen, logisch. Dann kommt auch noch ein Video über einen anderen Reisetipp, einen Ausflug für Fotos machen in der Eifel. Ich habe noch 2 RAWs von euch, die ich ja von euch bekommen habe, als ich krank war. Die werde ich auf jeden Fall auch nochmal bearbeiten. Ja, hier. Dann habe ich noch Videos, beziehungsweise da habe ich noch Fotos für die Fotokritik und den Wettbewerb. Eigentlich Oktober, aber wir haben jetzt schon Mitte, Ende Oktober fast schon, ja, und wird alles knapp. Also die Fotos nehme ich mit und mache dann für den November, mache ich dann die Fotokritik und den Wettbewerb über 4 Fotos von euch. Also keine Sorge, kommt noch. Oktober lassen wir jetzt mal raus, weil ist ein bisschen viel zu tun und ich habe noch so viel Material. Dann auf jeden Fall werden wir drüber sprechen. Ich habe ja fotografiert in Hessen und das Wetter war nicht so gut. Es war diesig, es war bedeckt. Und was passiert mit den Fotos? Der Himmel ist nicht schön. Das heißt, anstatt einen blauen Himmel bekommt ihr auf euren Fotos einen grau bis weißen Himmel. Vor allem, wenn ihr in Schwarz-Weiß fotografiert. Aber auch in Farbe ist der Himmel dann weiß und hat keine Struktur. So, und ich rate ja immer bei schlechtem Wetter RAW. Ja, also wenn das Wetter diesig ist, bewölkt ist, bedeckt ist, fotografiert in RAW, dann könnt ihr nachher noch einiges rausholen, was die Struktur des Himmels betrifft. Ich habe aber in JPEG fotografiert, die ganze Zeit. Ja, also hat mit Faulheit nichts zu tun, aber ich habe mir gedacht, komm, ich bleibe jetzt bei JPEG an diesen Tagen und ich habe keine Lust zu Hause da irgendwie RAWs zu entwickeln, ich mache JPEGs. Und wie gesagt, der Himmel ist zum Teil weiß, unschön, unstrukturiert. Was kann man da machen? Kann man da nachher noch was machen? Ja, kann man machen. Was man da machen kann und wie man es machen kann, das zeige ich euch auch in einem der folgenden Videos. Also zum Wochenende wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Mal gucken was, vielleicht bearbeite ich ein RAW von euch. Und die Videos bzw. die Fotos, die ich in Hessen gemacht habe über die Schlösser, die kommen dann nach und nach, packe ich die mal mit rein. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Ansonsten eventuell auch wieder ein paar Technikvideos, so wie das letzte Video über die RGB-Histogramme in der Kamera. Habe ich auch hochgeladen, mal ganz kurz erklärt. Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach mal fragen. Schaut euch das Video an. Ich verlinke es hier oben nochmal. Wenn ihr Fragen, spezielle Fragen zu Techniksachen habt, was die Kamera betrifft, einfach mir schreiben in die Kommentare oder per Mail oder was auch immer, dann mache ich darüber ein Video. Ja, also wenn jetzt einer kommt und sagt, hör mal, wie funktioniert so ein Histogramm eigentlich und wie geht der Backbutton-Fokus, wie nutzt du das und wie machst du das und Belichtungszeit, keine Ahnung, wie macht die Kamera das und Active D-Lighting, was weiß ich, was die Kamera alles kann. Ja, 27.000 Knöpfe, 2 davon benutzen wir regelmäßig, die anderen restlichen, ja, haben wir keine Ahnung von. Ja, warum? Fragt mich einfach, schreibt mich an. Schreibt in die Kommentare, schreibt mir eine Mail, fragt, wenn ihr Fragen habt und ich mache darüber ein Video. Technik, ja, Elektronik, Mechanik, was auch immer. Ja, ansonsten würde ich sagen, bleibt gespannt. Es kommt auf jeden Fall jede Menge und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.